Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich stehe schon wieder woanders, einfach weil ich offscreen ein paar Sachen aufgedeckt habe. Einige Schreine habe ich aufgedeckt, ein paar Symbole. Ich habe ein bisschen die Map aufgeräumt. Hier zum Beispiel sehe ich noch einen, den ich vergessen habe. So, einige Schreine aufgedeckt. Hier zum Beispiel, der kann auch weg. Hier war ich, habe einen Schrein gemacht. Also nicht gemacht, ich habe sie aktiviert, damit ich mich hin teleportieren kann. Ne? Also nicht falsch verstehen. Hier hinten den. Nachteil war, hier auf Jotverde musste man erst eine Aufgabe erfüllen. Ich habe sie trotzdem gemacht, weil ich habe die Insel betreten und die Quest wurde automatisch gestartet. Und das ist eine Quest, ich weiß nicht, ob ich von der Insel einfach weg kann. Das war so ein Problem. Weil da wird einem die Ausrüstung weggenommen und man muss dann durch diesen Mini-Dschungel hier 3 Kugeln auf 3 Punkte. War nicht spannend, deswegen habe ich es einfach gemacht. Ja, und damit der Schrein halt erscheint. Ich vermute, das ist nur ein Belohnungsschrein. Aber, naja. Und ich habe den Liebesteich gefunden tatsächlich. Dort gibt es eine Quest, die habe ich auch einfach gemacht, weil das einfach nur gibt der Frau die Blumen, die da rumläuft. Und dann ist ein Kerl und ich hatte die Blumen dabei und dachte mir so, okay, muss jetzt auch nicht in die Folge. Ihr werdet eh ganz viele Quests nicht sehen, die ich mache. Hier sehe ich gerade irgendwie noch ein Labyrinth. Nee, irgendwie auch nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt viele, viele Schreine aktiviert, wo wir reingehen können, uns hin teleportieren können. Vor allem hier. Hier. Hier sind einfach noch 2. Den haben wir ja gesehen. Aber den hier oben sieht man erst, wenn man da hochklettert. Da ist einfach noch ein Schrein. Und ja, und die Crocs, die mir auf dem Weg erscheinen, habe ich natürlich auch alle mitgenommen. Ihr kennt das ganze Prozedere, damit wir dieses Let's Play nicht unnötig in die Länge ziehen. Ne? Es wird einige geben, die werden es unnötig in die Länge ziehen. Ich möchte es nicht unnötig in die Länge ziehen und möchte euch ja auch noch unterhaltsame Folgen bieten und nicht Folgen, wo ich eine Stunde lang einfach durch die Prärie laufe. Denn was anderes mache ich bei Schreinsuchen nicht. Und ich sollte die Map besser aufräumen, damit die ganzen Icons hier mal weg sind, die ich nicht mehr brauche. Gut, ich würde sagen, erstmal kommt hier, ist mir aufgefallen, da oben im Stein ist ein Herz. Und dieser Schrein wird irgendwas mit diesem Herz zu tun haben. Ich habe keine Ahnung, was. Die Wölfe sind gerade hier gespawnt. Nice. Denn, wenn dieses Herz, ich habe jetzt keine Quest dafür, vielleicht müssen wir bei den Ornis einfach ein paar Quests machen, damit wir das rausfinden. Wenn jetzt hier die Sonne, wenn das Herz diesen Schrein berührt, wird es aktiviert. Jetzt ist halt die Frage, was tun? Einen Wolf umbringen? Keine Ahnung. Ja. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Ich kann hier in die Sonnenstrahlen schießen. So wie bei dem Schattenturm, bei dem Turm, wo wir den Schatten machen müssen. Ich habe keine Ahnung, was wir hier tun müssen. Keine Ahnung. Der ist einfach aktiv und wir müssen irgendwas machen, aber ich habe die Quest dafür noch nicht. Ist mir so aufgefallen. Ja, und jetzt ist er wieder aus. Ja, und das passiert halt immer nur um 13 Uhr. Und ja, auf jeden Fall habe ich hier kurz vorher gespeichert, um euch das zu zeigen. So, wir machen heute eine Schreinfolge. Wir teleportieren uns jetzt von Schrein zu Schrein zu Schrein. Um die ganzen Bewährungen zu bekommen, damit wir das Masterschwert ziehen können. Ich habe schon 79 Crocs. Das ist immer noch kein Zehntel von dem, was es an Crocs gibt in diesem Spiel. Es ist unglaublich. Es gibt so viele. Ey, ich habe eigentlich vorgehabt, das Lösungsbuch mir zu bestellen, aber das war dann nicht mehr auf Lager. Jetzt habe ich gesagt, komm, ist jetzt eh nicht so dringend. Zur Not finde ich Sachen auch im Internet. Ich habe das Lösungsbuch erstmal weggelassen. Und es gibt zur Not auch interaktive Maps im Internet, aber die Crocs alle zusammenzusuchen, vor allem wenn ich dann, ich müsste mal jetzt echt so eine interaktive Map finden, wo ich das abhaken kann, wo ich die Crocs schon habe, damit ich sehe, wo auch Crocs noch sind. Kraftprobe schwierig, ja geil, da freue ich mich ja drauf. Ach ja, mein Scheißhaus wollte ich schon sagen. Mein Haus habe ich auch ausgebaut. Ich habe hier übrigens so ein Feuerschwert gefunden und das Königsschwert, weil ich einen Hinox gelegt habe, der auf dieser Insel war. Jotverde. Ich glaube, ich habe noch einen machen müssen zwischenzeitlich, weil der ist aufgestanden und war da. Und den musste ich umbringen.
sonst wäre ich gestorben. Holy fuck, der hat drei Waffen. Zwei Waffen. Alter! Benutzt mal das Elektroschwert einfach gegen... Ah ja, one-hitte mich. Geil. Und gekocht habe ich. Ich habe ganz viel gekocht. Und ich werde das jetzt auch essen. Ich habe ein Essen, Leute. Das zieht euch die Schuhe aus. Nicht, weil es so krass stinkt, sondern plus 20 Herzen. Ist das übel? Plus 15 Herzen essen wir jetzt mal. Ja, cool. Habe ich sogar einige Herzen überlebt. Nicht. Habe ich... Ach nee, ich habe hier in Tempeln keine... ich habe einen 38er Bogen, den benutzen wir mal und benutzen einen Elektro. Ich habe echt keine Pfeile. Das ist halt echt ein Problem. Ach gut, dass meine Waffe zerbrochen ist. So, ich muss essen wieder. Alter Vater, der macht mir aber auch Damage, ne? Na, Lasers jetzt. Ich wollte ausweichen. Gut, Spiel. Ich will nicht das essen, das ist mein Problem. Ich will springen, aber er macht's einfach nicht. Ich will nicht das essen. Hau den nochmal rein. 15 Herzen. Okay. Lass das mal sein mit deinem Gedrehe. Spring doch! Oh, er braucht mit der Waffe viel zu lange. Ich will nicht das essen. Habe ich eine bessere Waffe? Das Feuerschwert? Ich nehme jetzt das Königsschwert. Obwohl... Ja, okay, komm. Scheiß aus Königsschwert. Ganz ernsthaft. In die Kommentare wurde mir auch einmal geschrieben, behalt die Waffen von den Titanen, die du bekommst, von den vier Recken. Die sind cool. Aber ganz ehrlich, was soll es mir bringen, die Waffen zu behalten? Rein gar nichts einfach. Ach so, er haut gegen mein Schild gerade. Yes, endlich mal. Haben wir noch einen Elektrofeil? Nö. Zerbricht gleich. Ja, das habe ich gemerkt. Ich nehme das Feuerschwert. Halleluja. Gib mir die Axt. Wächter 8 Axt plus plus. Wächterschwert plus. Okay. Okay. Es kann die Strahlen von Nano-Wächtern reflektieren. Ah, Leute. Das Schild ist Gold wert. So. Gut. Am Ende der letzten Parts waren wir ja bei Robelo. Da müssen wir auch noch hin. Aber jetzt aber eine schwierige Prüfung. Und eine Ritter dabei. Weißt du, die ist richtig enttäuschend, wenn man die Waffen von dem Wächter bekommen hat vorher. Also die nutzen wir jetzt einfach mal. Das Schild, da will ich echt ein paar Wächter mit killen. Weil Wächter killen wäre meine Maßnahme. Wenn man einen ganz einfachen Weg hätten, Wächter zu killen, wäre alles viel erträglicher. Jetzt haben wir 4 Bewährungen. Das heißt, wir könnten ein Herz extra kriegen. Wir sind bei 10. Dann haben wir 11. Dann muss ich noch 8 Schreine machen. Oh Gott, Leute. Ich weiß nicht, ob wir die diese Folge schaffen. Ich glaube, wir machen 2 Schreinfolgen einfach. Eieieiei. So viele Schreine, die wir machen müssen. Hier sieht es übrigens so aus. Ich glaube, hier lag auch irgendwo ein Hinox rum. Da unten. Hinox haben wir noch gar nicht gesehen, aber ich habe mir auf jeden Fall einen auf der Map markiert, wo wir dann einen Hinox legen können. Also ihr werdet auf jeden Fall noch einen erleben. Okay, nächster Schrein, das ist hier hinten. Das sind halt echt Schreine.
Da musste ich meistens nichts mehr machen. Da bin ich hingegangen, habe die aktiviert und bin weggegangen. Ich habe mir die Umgebung nicht wirklich nah angeguckt. Ne? Wenn ich einen Krog gesehen habe, habe ich den mitgenommen. Also ihr verpasst nicht großartig was. Aber das sind Sachen, die will ich nicht in die Parts packen. Das ist sinnloses durch die Gegend streifen. Und öfter auch mal sterben. Ist das der im Loch? Ja, der hier ist in so einem Loch drin. Ich zeig euch mal, wo das ist. Der ist halt hier auf so einem Berg und hier ist halt... Hier lag so eine Platte drauf, die ich mit Stasis wegkloppen musste. Mehr war da nicht. Ja, und das... Ne? Hier ist auch wieder in der Nähe des Vogels. Dann gehen wir jetzt da rein. Ganz unspektakuläre Schreine, die einfach irgendwo in der Welt rumstehen. Außerhalb der... Ja, bei Jodwerde ganz unten rechts, da musste ich halt was für tun. Es ist jetzt kacke, dass ich das nicht gezeigt habe. Stehe ich auch zu, aber... Ich dachte so, gehst mal auf die Insel und dann fängt halt sofort eine Quest an. Herr des Winds, okay. Konnte ich nicht riechen, dass dann sofort die Quest anfängt und ich dann auf einmal ohne Rüstung und ohne Ausrüstung da stehe und die Ausrüstung erst wieder bekomme, wenn die Quest geschafft ist. War ein bisschen blöd. Kriege ich jetzt etwa so ein Blatt? Ich war ziemlich vorsorglich. Oh, tatsächlich. Das ist nett. Ich weiß nämlich nicht, ob mein Krogfächer noch so lange hält. Also... Oh, das war knapp. Okay, ich soll mit dem Fass da anscheinend was tun. Ich kann das nehmen, aber was passiert? Ich hab grad Angst. Oh, Alter, hau doch nicht so dagegen. Raus hier! Fliegt der hoch, wenn ich den jetzt... Ne, der bleibt auf der Höhe. Oh, da sind Wächter. Was passiert denn allgemein, wenn ich das hier drehe? Aha. An, aus. Okay, gut. Ich verstehe gerade nicht, was das Spiel von mir will. Da hinten ist ein Gang. Muss das Fass da bis rüber? Oh, das wäre eklig. Weil jetzt habe ich das da so. Flieg mal darüber. So. Nein, 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 jetzt bleib stehen. Bleib doch. Was ist, wenn ich dich nehme? Ja, gut. Easy. Kein Problem. Ich komme nicht höher. Doch, da oben ist ein... Ich komme höher, aber was... Was ist, wenn ich mich hier drauf stelle? Fallen wir runter! Nice, weil das Ding rumwackelt. Ich glaube, wir haben es kaputt gemacht. Ich will die Wächter da unten zerstören. So viel steht fest. So. So, zack, 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 zack. Affentasche voll. Das ist schade. Eieiei. Entspann dich. Tschüss. So. Was haben wir denn für Waffen, die wir wegschmeißen können? Eigentlich keine. Ist das Ritterschwert denn besser als mein Schwert? Das Wächterschwert besser als mein... Es ist gleichwertig. Es hat sogar höhere Stats. Aber die gehen halt schnell kaputt. Nee, als... Wieso? Moment. Nee, 26. Okay, dann nicht.
Dann nicht. Ist auch nicht besser. Okay, warum konnte man die jetzt hier zerstören und wofür war es nötig? Ist halt die Frage. Und wofür brauche ich dieses Fass? Das ist ja nicht ohne Grund da. Ist jetzt ein Problem. Trau der Scheiße nicht. Oh Gott. Zu Recht. Herr des Windes. Weißt du, immer diese Windquests. Warum machen mich Windquests eigentlich immer so fällig? Ist ja lächerlich. Ich resette dich mal. So. Gehe ich hier irgendwie 9? Resette damit nichts, schade. Wie soll ich an diese Kiste kommen? Von da oben höchstens. Wie soll ich denn jetzt bitte? Das funktioniert? Oh, die kommt zu mir, oder? Ja. Komm näher. Oh, komm. Ich hasse das. Kann ich so machen und das zieht irgendwie hier rüber? Warte mal. Nicht mal ansatzweise. Muss ich hier einmal voll gegen die Wand dotzen? Komm schon. Ich hasse das. Frage ist, brauche ich dich überhaupt? Ne, das ist die nächste Frage. Okay. Oh, dreh das doch nicht so. Oh mein Gott. Mir wird ja schlecht. So, was ist denn hier? Erstmal eine Leiter, damit wir zurück können. Fässer. Rubine, ja gut. Auch einen Schlüssel. Da oben ist eine Truhe. Warum tust du mir das an? So. Jetzt muss ich mal was versuchen. Wir haben ja keine magnetistischen Nefi. Komm ich da hoch? Irgendwie? Ich meine, wofür? Moment, ich bin noch blöd. Okay. Wieso habe ich überhaupt gedacht, dass ich dieses Sprengfass brauche? Natürlich brauche ich es nicht. Huch! Aua. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Aua. Da ist eine Truhe. So. Was haben wir hier drin? Eine Waffe, die ich nicht mitnehmen kann, wetten. Das Waldschwert. Ein von den Crocs hergestelltes Schwert. Ist ja eigentlich ganz cool, die Waffe, ne? Ritterhellebarde. Axt weg. Tschüss, Axt. So. Achso. Machen wir hier rüber. Hä, soll man das eigentlich ohne Bomben machen?
Aber warum? Sollte... Kann ja nicht sein, dass eigentlich hier das Sprengfass hin sollte. Oh. Was ist das denn für ein Rätselraum hier? Mhm. Als ob. Kann ich das Ding klettern? Nee. Als ob. Die gehen kaputt, wenn sie dich berühren. Ist echt nicht nett. Als ob ich zur Kiste gehe. Nein, rüber! Oh nein. Oh mein Gott. Puff. Ah, okay. Habe ich richtig Glück gehabt. Oh mein Gott. Huch. Meine Güte. Dass mich hier mal... Dein Ernst? Dass mich hier alles mal hochschleudern muss. Aha. Okay. Ich habe doch gar keine Pfeile, um das zu aktivieren, den Scheiß. Was ist, wenn ich dieses Fass nehme? Sind dann die Ballons weg? Ja, okay. Oh Gott. Was macht das? Okay. Ah, das geht aber nicht so hoch. Hm, okay. Können wir mal was ausprobieren? Oh Gott! Jetzt nicht gesagt, dass das so krass fliegt, aber ich glaube, das ist einfacher, wenn man es so macht, ne? Naja. Rüber. Easy. So. Oh, Kiste. Wieder eine Waffe, die ich nicht mitnehmen kann. Ach, Schlüssel. Wo ist denn die Tür jetzt? Wo muss ich überhaupt hin? Da unten komme ich her. Ah, shit. Warte mal. Schafft das noch? So. So. Nice. Okay, hat sich gelohnt. Jetzt komme ich wieder. Jetzt gehe ich da lang. Sehr gut. So, Schlüssel habe ich. Da. Was jetzt geschafft? Halleluja. Gott sei Dank. Ich habe zwar nicht alle Kisten, aber egal. Egal. Ich habe den Schrein geschafft. Das ist das Wichtigste. Oh man. Die Schreine werden knackiger, je weiter man aus dem Zentrum rauskommt. Finde ich gut geregelt. Wer weit läuft, kann auch schwere Sachen machen. Wobei ich gesehen habe, dass auch Leute schon in J-Werde waren, obwohl sie noch nicht einen Titan gemacht haben und einfach nur rumgerannt sind. Auch eine Maßnahme. Aber ich zum Glück nicht. Shao-Yo-Schrein. Ich frage mich, warum man am Anfang so ein Fass bekommen hat in dem einen Schrein. Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben, da war nichts zum Sprengen, außer die Maschinen unten. Komisch.
Ah, da hinten, da müssen wir auch noch hin, ne? Da. Hatte ich mir sogar markiert. Okay. Nein, löschen. Löschen, danke. Hatte ich mir sogar markiert. Okay, da müssen wir auch noch hin. Hey, ist ein Stall in der Nähe. Achso, das ist der beim Stall. Okay. Dann kann der ja eigentlich nicht so schwer sein. Die beim Stall sind eigentlich nie schwer. Der richtige Augenblick. Oh, nee. Aha. Okay. Das muss da rein. Okay, okay, okay. Ich weiß, was das Spiel von mir will. Aber da sehe ich ein Problem drinne. Ah, ich habe Pfeile. Okay, gut. Aber reichen die Pfeile? Ich denke mal, da oben wird eine Kiste drauf sein. Das sieht ziemlich auffällig aus. Oder da drinne. Hier ist auch... Achso, das wird uns hochkatapultieren. Reicht das, wenn ich da einen Schuss hinsetze? Okay, so wird das nichts. Hm. Muss ich viel früher schießen, ne? Hä? Nee, warte mal. Ich meine, die Pfeile rollen runter. Kein Knopf, den ich drücken kann. Kannst du mit einem Pfeil sein? Ich komme ja so nicht rüber, oder? Rivalis Sturm wäre gerade sehr gut. Hm. Es kann doch nicht sein, dass ich die mit dem Pfeil jetzt abschießen muss. Ich habe sie ja gerade einmal perfekt getroffen, aber die... So ein Pfeil hat ja keinen Schmackes drin. Doch! Lol. Gut, dass Link jetzt keinen Damage gekriegt hat. Wir werden uns erstmal schön die Kiste da gönnen. So, und die Pfeile wiederholen, die ich da reingeremst habe. Pfeile fände ich jetzt besser, wenn ich die jetzt hier bekommen würde. So, hier liegen jetzt erstmal 500 Pfeile. So, dann haben wir jetzt zwei Orte, wo wir hin wollen. Wir wollen da oben mal hin. So hoch komme ich nicht, aber die ist aus Metall. Shit. Okay, warte mal, dann gehen wir hier hin. Ah, okay. Okay. I understand. Zum Glück habe ich Pfeile, ey. Shit. Kann man aus der Luft? Ich glaube nicht. Ich kann die Seile durchschießen, natürlich. Moment. Mal zurück. Jetzt müsste der eine schon runterfallen. So, okay. Ah, die Pfeile kriegen wir wieder. Sehr gut. Der Falkenbogen. Ein ziemlich guter sogar. Achso, Taschen aufgewertet habe ich auch. So viel gemacht. Nein. Habe ich hier irgendeinen Rotzebogen, der weg kann? Ja, hier, die können weg. Ich werde euch auf jeden Fall nochmal das Haus zeigen am Ende des Parts.
So, der Schrein war jetzt nicht so schwer. Auch wenn ich mit Glück sagen konnte, dass ich die richtige Ausrüstung dafür dabei habe. Also. Zum Glück. So, 3 Schreine schon geschafft. Es läuft. Das erklärt übrigens auch, warum ich kein Geld mehr habe. Ne? Das Haus war erstmal teuer. Und ich habe noch irgendwo Geld investiert. Ich weiß gar nicht mehr wo. Ich glaube, ich habe Pfeile gekauft, die jetzt alle wieder weg sind. Ja, ja. So läuft das in Zelda. Ja, hier ist der Stall. So. Next Shrine ist Kiva Zatas Schrein. Gehen wir da hin. Nehmen wir einfach immer den nächsten Schrein, den ich auf der Map so sehe. Damit wir die abarbeiten können. Ich glaube, wir haben genug Schreine offen, damit wir genug Herzens fürs Master Schwert bekommen. Wir brauchen noch 6 Stück. Dann haben wir genug Herzen. So, Kiva Zatas Schrein ist wo? Das muss man das selbst mal angucken, damit ich in Erinnerung rufen bekomme. Achso, einfach hier in so einer Einöde. Ja, einfach random hier so ein Drill, weißt du? Und da sowas findet man halt nur, wenn man rumläuft. Und es gibt noch zig Schreine, die ich nicht aufgedeckt habe. Ich habe bei Weitem noch nicht alle über 100 Schreine aufgedeckt. Schon allein, weil wir für ein paar Jahre noch ein paar Quests machen müssen. Den Kugeln hinterher. Schon wieder Kugeln. Da ist ein Knopf. Da ist ein Knopf. Da ist eine Kugel. Was passiert denn, wenn ich diesen Knopf schlage? Okay. Okay. Was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke? Okay. Da ist eine Kugel. Die können wir ja ganz einfach. Da schon mal. Dein Ernst? Oh mein Gott. Ich dachte schon. Ah, es tut sich sogar schon was. Ah. Okay. Ich wollte hier nur den Holzpfeil schon mal mitnehmen, bitte. So. Das ist ja einfach. Aber das ist ja erstmal Teil 1, ne? Ach, du großer Gott. Ernsthaft, Spiel? Ach, er zieht das Schwert erstmal. Ich dachte, er haut jetzt auch sofort. Okay, cool. Das macht mich ein bisschen kirre hier, dass sich alles bewegt. Oh Gott. Jetzt schon geschafft? Das war's? Na gut. Der war jetzt schon wieder viel zu krass. Einfach. Oh, guck mal, der hat keine Maske. Die anderen hatten die ganze Zeit immer Masken jetzt auf dem Kopf. Ja, kann so weitergehen mit den Schreien, ne? Wenn die alle so schnell gehen. Jetzt zwischendurch noch ein Belohnungsschrein dazwischen. Einen weiß ich. Es wird 2 Belohnungsschreine habe ich offen. Vielleicht die letzten beiden im Part mache ich vielleicht so. Vielleicht, wenn wir 10 haben, mache ich noch die 2 Belohnungsschreine. Ich weiß, dass es 2 gibt noch und ich weiß auch ungefähr, wo die liegen. Weil der Weg dahin halt ziemlich lang war. Ja, auf der Seite haben wir jetzt eigentlich alle Schreine. Also die, die ich habe. Pumanito-Schrein. Das könnte einer der Belohnungsschreine sein. Wir gehen mal hin. Hat mir das nicht ganz gemerkt. Ich weiß auf jeden Fall, dass einer rechts unten in den Dschungeln einer ist. Und bei Jodwerde. Ist auf jeden Fall auch einer, weil den zu öffnen war so anstrengend, da glaube ich nicht, dass dahinter noch eine Prüfung, eine richtige auf uns wartet.
Humanito, was ist das denn? Hier schläft, glaube ich, ein Hinox. Das hört sich so an. Ich guck mal eben. Nee. Ich meine, hier pennt irgendwo ein Hinox. Ist aber auch egal, wir machen jetzt den Schrein. Hat sich gerade so angehört. Vielleicht habe ich es mir auch eingebildet. Ist jetzt Blutmond? Ich glaube, es ist gerade Blutmond geworden. Es wird zu rot. Das heißt eh, dass alle Gegner respawnen und auch die Hinoxe, die ich besiegt habe. Das heißt, wir verpassen da nichts. Die droppen halt manchmal nur coole Waffen. Es ist kein Belohnungsschrein. Es ist die Kraftprobe leicht. Ja, lieber leicht als was anderes. Schwer war schon ziemlich schwer. Muss man halt mal sagen. Der hat nicht so einen komischen Kranz um den Kopf. Ach, der ist ja süß. Der ist ja knuffig. Na? Das fand er jetzt gar nicht gut. Ah, laser doch nicht so. Aua, 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 aua. Dass man da nicht ausweichen kann. So, jetzt wirst du verrecken. Tut mir leid. Wächterschild. Oh, die Teile schweben in der Luft. Kann man mit dem Wächterschild auch Sachen reflektieren? Schwächere Strahlen, wie die von Nanowächtern, kann man damit reflektieren. Okay. Ja, der war auch ziemlich einfach. Jetzt kriegen wir wieder eine unnütze Waffe, die wir nicht wollen. Ah, Boomerang ist aber schon ziemlich nice eigentlich. Boomerang ist schon ziemlich nice. Haltbarkeit auf eine 7-Damage-Waffe brauchen wir halt echt nicht. Oh nein, sie wird mich erstechen. Dann lieber einen starken Angriffsboomerang. So. Ding. Ding, 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 ding. Und jetzt haben wir 2 Herzen. Eieiei, 12 Herzen haben wir, Leute. Noch 4 Schreine. Und wir können das Meisterschwert ziehen. Hoffe ich. Ich hoffe, wir brauchen keine 14. Weil das hätte ich echt schon mal gerne gezogen. So, scheint doch nicht Blutmond gewesen zu sein. Egal. Wir machen mal hier oben die Schreine. Ich gehe davon aus, dadurch, dass man die relativ theoretisch relativ früh erreichen könnte. Man muss ziemlich hochklettern, das ist schon ziemlich schwer am Anfang. Und durch Revalis Sturm habe ich es jetzt sehr viel einfacher, da hochzukommen. Aber theoretisch, mit genug Durchhaltevermögen, könnte man da von Anfang an hochklettern. Die müssten eigentlich leicht sein. Und vielleicht sind es auch nur Belohnungsschreine, dass man überhaupt da hochgeklettert ist. Der Schrein hier ist nämlich in so einer Felsspalte versteckt. Und wenn man da hochklettert zu dem anderen Schrein, da oben ist der andere, sieht man den von da. Und ich denke mir so, oh, die sind ja 2. Und ich bin halt die ganze Zeit davon ausgegangen, dass hier oben nur einer wäre. Aber es sind einfach 2 direkt nebeneinander. Easy. Sonst war da oben eigentlich nichts. Außer ein paar Crocs. Doppelte Erinnerung. 2 Schreine sind einander verbunden, des einen Lösung ward dem anderen gefunden. Doch vor Beginn prägt dir alles gut ein, sonst verlässt Raslust du den Schrein. Ach, du Kackplattform. Kann ich das denn jetzt hier machen? Ist
der andere Schrein gemeint, der oben ist? Ist das denn jetzt der erste? Von beiden oder nicht? Das wäre nett zu wissen. Das wäre nett gewesen. Ich soll mir hier alles einprägen. Ah, ich weiß schon, was sie meinen. Da wo die blauen drin sind, soll ich mir einprägen. Ich mache ein Foto. Kriege ich das irgendwie hin? Waren das alle? Ist da noch eine Reihe? Nee, das waren alle. Okay, ich bin jetzt mal hier wieder raus. Und ich denke mal, bei dem anderen muss ich die Kugeln so hinlegen wie hier und bei dem wie bei dem anderen. Eieiei. Erst Foto machen, dann Kugeln umlegen. Boah, das wäre so mies, wenn der sich nicht resetten würde, wenn man rausgeht. Okay, dann teleportiere ich mich mal hoch zum anderen. Ich hoffe, dass das der ist. Shibeniro? Shibeniaso? Ja, ich glaube, die gehören zusammen. Die gehören bestimmt zusammen. Ich hoffe es. Sonst habe ich ein Problem. Ich hätte den jetzt gern gemacht. Wäre natürlich gemein, wenn das ein komplett anderer Schrein ist, der irgendwo anders ist. Was würde Sinn ergeben, dass der das ist? So, das ist der Schrein, den wir früher ganz am Anfang schon hier oben gesehen haben. Oh, das ist echt schon, ne? Am Anfang, wo man hier ratlos durchgelaufen ist. Auf Richtung Kakariko, das ist ja echt fast komplett der Anfang. Da war das frisch noch, das Spiel noch frisch, das frisch noch Spiel, wollte ich gerade sagen. Da war das Spiel noch ganz frisch. Ah, ja, ja, okay. Haben wir hier auch so eine Plattform zum Hochfahren? Danke. Moment, ich beeile mich auch. Ich versuche es zu schaffen. Okay, gut. So, hier mache ich jetzt ein Foto von. Oh, das ist irgendwie nicht so hoch wie bei dem anderen. Speichern. So. Album. Ja, die sind anders. Okay. Einer dahin. Einer dahin. Einer da hinten hin. Dass man nicht rennen kann und Sachen... Nein, aus. Dass man nicht rennen kann und Sachen gleichzeitig tragen. Dann einer... Hier hin? Ist das korrekt? Der dritte, ja. Und ganz oben rechts einer. Und jetzt müsste die Tür aufgehen. Jawoll. Jawollo. So. Ist hier noch eine Kiste? Keine Kiste? Ah, da ist noch eine Lücke in der Wand. Ah, schade. Da dachte ich, wäre jetzt ein... Vielleicht übersehe ich die auch einfach. Egal. Egal, den anderen machen wir jetzt auch nochmal easy. Und dann theoretisch nochmal die Belohnungsschreine abgrasen, die ich im Auge habe. Und dann haben wir doch ein Part doch gut genutzt. Dann müssen wir doch keine zwei Folgen machen. Aber ich habe jetzt halt auch mega Glück gehabt, dass zwei Schreine im Grunde einer sind. Weil die ja zusammengehören. Habe ich Glück gehabt, aber das Rätsel ist auch cool.
Und ich bin ziemlich schlau auf mich, dass ich die Kamerafunktion jetzt dafür einfach genutzt habe. Ich hätte auch natürlich auch ein Bild mit meinem Handy machen können oder es mir aufzeichnen. Aber ich glaube, die Handy-Lösung war jetzt, die Kamera-Ingame-Lösung war am besten. So, da können wir jetzt einfach rüberfliegen. Da brauche ich jetzt die Teleport-Animation nicht für. So. Shibinyasu, dann machen wir dich jetzt auch nochmal fertig. Easy Schrein. Easy Go. Easy Schrein. Easy Go. So. Da. Okay. Ganz unten rechts auf jeden Fall einer. So. Dann der zweite. Huch, da hat es gerade geknackt. Wahrscheinlich auch in der Aufnahme. Es tut mir leid. Das habe ich auch in meinem Kopfhörer gehört. Ich weiß nicht, was das war. Es klang wie so eine Stromspitze. Vorletzte Reihe, dritte. Ah, nein. Vorletzte Reihe, dritte. Der hier. So. Der dahin. Auf den. Und der müsste jetzt auf den zwei. Guck ich aufs richtige Bild? Ich hoffe doch. Ja, okay. So. Guter Schrein. Gut. Finde ich, war eine schöne Idee. Da kann man sich schon den Kopf ein bisschen zergrübeln. Vor allem, wenn man den einen Schrein nicht gefunden hat. Ich meine, das war jetzt ziemlich offensichtlich, weil die ziemlich nebeneinander waren. So, jetzt noch die zwei Belohnungsschreine. Ich hoffe, das sind Belohnungsschreine. Ich weiß, zwei Stück. Einer im Dschungel und einer auf Jutwerde. Ich hoffe, den im Dschungel finde ich noch auf der Map. Das wäre ziemlich knorke. So. Hier ist noch eine Stadt übrigens, Angelstädt. Jaomayo. Kaluhase. War das der? Ich glaube, der war das. Und wenn nicht, egal, machen wir den eben. Ich hoffe, dass der nicht schwer ist und gehen dann nach Jotwerde. Ich hoffe einfach, dass das der ist, den ich meine. Sieht gut aus. Ja, das ist der. Hier ist nämlich eigentlich ein Stein drauf. Und hier gewittert es die ganze Zeit. Oder man muss Glück haben, dass es gewittert. Hier regnet es, glaube ich, gerade nur. Eigentlich gewittert, hat es hier gewittert. Und das Rätsel ist, dass der Blitzschlag auf den Stein schlagen muss. Und man legt dann halt einfach eine Metallwaffe auf den Stein. Der Blitz schlägt ein. Schrein frei. Und da das ein Aufwand ist. Ja, es ist ein Belohnungsschrein. Sehr gut. Da das ein ungewöhnlicher Aufwand ist, einen Schrein erscheinen zu lassen. Kriegen wir eine Isolierhose? Ja, geil. Und ganz schnelle Bewährung. Und jetzt in Jodwerde müssten wir auch einen Belohnungsschein haben. Und dann haben wir im nächsten Part dann hoffentlich die Ehre, uns erstmal die Herzen zu holen. Und das Masterschwert. Ich bin begeistert, dass wir das alles in dem Part geschafft haben. Unter einer Stunde. Hat gut geklappt. Und wir haben sogar noch ein paar gute Sachen. Dieses Schild, bei dem Schild möchte ich echt ausprobieren, ob wir damit einen Wächter besiegen können. Aber ich werde mich jetzt nicht extra auf eine Suche nach einem Wächter machen. Ich habe übrigens auch ein paar Farodra-Schuppen geholt. Man kann immer nur eine Schuppe von Farodra holen, dann haut der wieder ab.
Ist ziemlich anstrengend. Man muss immer warten, bis der spawnt dann abends. Den abschießen, dann mit der Schuppe. Und dann fliegt er sofort wieder gegen den Himmel und haut ab. Man kann nicht ihn dann nochmal abschießen und eine zweite abschießen. Also man kann immer nur pro Nacht eine Schuppe bekommen von ihm. Wobei der ja mehrere Orte hat. Wahrscheinlich kann man im Verlauf eines Tages irgendwie an 2, 3 Orten Schuppen bekommen von dem. Der Kuku-Chide-Schrein. Da gehen wir jetzt rein. Ich zeige euch gleich Jodwerda ein bisschen nach dem Schrein. Weil das wird nur ein Belohnungsschrein sein. Ich gehe da fest von aus. Weil es halt doch abnormal lange gedauert hat, diesen Schrein erscheinen zu lassen. Und ne, das Spiel hat uns gelehrt, wenn du für einen Schrein ein bisschen länger was machen musst, ist es ein Belohnungsschrein. Und auch dieser enttäuscht uns nicht. Gibt uns 300 Rubine. Nice. Und damit haben wir 12 Bewährungen. Läuft bei uns. Master Schwert ist real, Leute. Im nächsten Part. Jetzt schauen wir uns aber nochmal Jodwerda an. Das zeige ich euch. Vielleicht kann ich euch den Hinox zeigen. Und ich kann euch zeigen, wie ich den Hinox am besten besiegen kann. Oder wie man ihn vielleicht allgemein am besten besiegt. Weil das geht eigentlich recht einfach, wenn man weiß, wie. So, Jodwerda. Erstmal. War ich da mit euch drin? Nee, den müssen wir auch noch machen. Tatsächlich. Da müssen wir auch noch hin. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um Jodwerda. So, das hier ist Jodwerda. Ja. Sag mir, es führt dich hierher. Ich bin nur geklettert. Das war sicher nicht einfach. Du scheinst hochgelegene Orte zu mögen wie ich. Man kann den Wind so schön hören. Ich will frei sein, ohne Einschränkungen. Frei und sorglos wie der Wind. Deswegen lausche ich hier der Stimme des Windes. Es gibt mir ein bisschen das Gefühl der Freiheit. Wärst du nicht auch gern wie der Wind? Wind sein wäre toll. Ich habe das Gefühl, wir könnten gute Freunde werden. Unter meinen Freunden wärst du der erste Hylianer. Dein Flügel sieht ganz anders aus als unsere. Wie interessant. Was sagst du? Möchtest du von mir lernen, wie man eins mit dem Wind wird? Klar. Dein Interesse freut mich. Ja. Dann will ich mal aufbauen. Bitte warte hier. Macht ihr jetzt mit mir eine Flugprüfung? Oh, das will ich dem Part aber auch nicht mehr machen. Aber jetzt kannst du jederzeit losfliegen. Ach. Nichts entspannt wie das Leiten auf einer sanften Brise. Es liegt an dir, welchen Weg du nimmst. Der Wind wird dich vollkommen willkommen heißen. Was? Das machen wir im nächsten Part. Ja, die Gegner sind auch alle wieder da. Ich zeige euch im nächsten Part auch den Hinox. Die Musik ist so toll. Wir sehen uns im nächsten Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bis dahin. Ciao, ciao.